Hallo Freunde, willkommen zur 59. Folge. Wir machen mal eine Legende aus. Und wir machen auch Verschiedenes aus. Und machen nur das hier an. Und jetzt sehen wir auch gleich die Türe. Ja, sonst ein bisschen in der letzten Folge ja schon angezogen. Dem Anlass entsprechend. Und jetzt geht's in die Halle der Elemente, wo wir von Tolfir das erste Mal Was unterwiesen ihr werden. Hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ihr seid neu hier, oder? Wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein, haben wir nicht. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ah, okay. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Ja, klasse, klasse. Super, super. Ich habe Dokumente aus der späten zweiten Ära gesehen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen. Ich fürchte, dass durch Ereignisse der letzten paar hundert Jahre ein Großteil unserer Geschichte verloren gegangen ist. Okay. Ha. Das, was als großer Zusammenbruch bekannt geworden ist. Eine bedauerliche Naturkatastrophe, die die Gegend verwüstet hat. Die Akademie hat es wesentlich besser als Winterfeste überstanden, jedoch auch nicht ohne Spuren. Ja, genau, was war der Die Ursache? Ursache war niemandem klar. Einige glaubten, dass der Ausbruch des Roten Bergs weitreichende Folgen hatte, die man erst nach Jahren spüren konnte. Ich Okay. weiß, dass einige der Akademie die Schuld gaben. Ich kann euch versichern, dass wir dafür nicht verantwortlich waren. Das sollte doch eigentlich auf der Hand liegen. Magie ist eine ernstzunehmende Macht und nichts, das von gewöhnlichen Menschen gemieden und von Politikern als Belustigung angesehen werden sollte. Eher weniger. Sie formt Welten, erzeugt und vernichtet Leben. Sie Oh. verdient Respekt und angemessene Studien. Auf jeden Die Fall. Akademie ist ein Ort, an dem wir uns darauf konzentrieren können, ohne dass der Druck der Außenwelt auf uns lastet. Okay. Ja, mehr über den großen Zusammenbruch würde ich Das gern wissen. Geistermeer wurde quasi lebendig. Niemand hatte das erwartet. Riesige Wellen schlugen wochenlang an die Küste. Winterfeste war uralt, konnte jedoch der Wut des Meeres nicht trotzen. Ganze Stadtbezirke gingen über Nacht verloren. Die Wellen ließen mit der Zeit nach, aber die Schäden waren zu umfangreich. Die meisten Einwohner von Winterfeste verließen das, was noch von der Stadt übrig geblieben war. Die Akademie hat es überstanden, also sind wir nun hier. Okay, sehr cool. Gefährliche Forschungen müssen hier ein Problem sein. Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Das Alkaneum. Aha. Gott, hier der Erzmagier. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Okay. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Okay. Aber wir sind doch gerade erst angekommen.
Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? An Sicherheit ist das Allerwichtigste. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Da pfeifen sind das. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Sehr ich werde gut. euch allen einen Schutzzauber oh, lehren. Geil, Leute. Dann sehen wir, ob ich sag ihr euch ihn was. Erfolgreich anwenden das könnt. Das sind Star Wars. Um einen oh mein zu Einverstanden? Gott, ja. Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Nee, passt. Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Bisschen, ja. Ja, nö. Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Ah. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Mhm. Ich schätze, es ist Wiederherstellung, oder? Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Nee, um Gottes Willen, das wäre sogar schrecklich. Frag mich gerade nur. Wenn ich das natürlich gewusst hätte. Oh fuck. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Halt, warte. Moment. Okay, die habe ich? Okay. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe begonnen. Ach, guck an. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Ach. Das ist alles für den Moment. Danke. Na, ist euch was aufgefallen? Wir gehen jetzt in die Ruinen von Saartal und da wollen wir sowieso hin. Oh je. Yeah. Pah. Leute, Leute. Ich sag euch was. Okay. Die auch neu hier, was? Ja. Es tut gut, einen Nord zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier. Es kommt einem fast so vor, als gehörte dies gar nicht mehr zu Himmelsrand. So fern vom Rest der Welt. Die meisten meiden Magie.
Wenn man nicht damit herumfuchteln und Schädel spalten kann, wollen die meisten Nord nichts damit zu tun haben. Die Magie gilt als Waffe für Elfen und schwächere Völker. Also gut? Die Nord trauen weder der Magie noch... Nein, gar nicht. Ich finde, es ist ein Segen. Meine Familie war überzeugt, dass das Leben hier ein Todesurteil oder noch Schlimmeres sein würde. Es dauerte Jahre, bis ich sie überzeugen konnte, dass dies meine Bestimmung ist. Okay, boah. Ich gehe dann mal wieder. Ihr seid neu, stimmt's? Ja. Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Nein. Bei weitem meine Fähigkeiten. Wirklich? Ja. Wie enttäuschend. Sargo hatte gehofft, dass es jemanden gibt, der mit ihm mithalten kann. Den Magiern in Cyrodiil geht es nur um Politik. Die Synode und die Akademie des Flüsterns sind zu sehr damit beschäftigt, Geheimnisse zu hüten, als zu lehren. Himmelsrand war nicht Jesargos erste Wahl. Aber Winterfeste hält sich von politischen Dingen fern und widmet sich ganz der Forschung. Dies ist der Ort, an dem Jesargo groß werden wird. Na dann. Oh, das stimmt aber nicht. Was? Ihr seid doch nur anderer Meinung, weil ihr gerade schwer verliert und es nicht merkt. Ja, ich merk's schon. Cesarco ist sich sicher in vielen Dingen. Es gibt magische Fertigkeiten, Zauber und einen starken Willen. Cesarco wird erfolgreich sein. Daran besteht kein Zweifel. Oh, ja. Cesargo hofft, hier auf Dinge zu stoßen, die ihn zu einem mächtigeren Magier machen. Hoffentlich kleine Dinge, die in Taschen hineinpassen und bei denen nicht auffällt, wenn sie fehlen. Ganz typisch, ey. Das ist... Gute Jagd. So typisch, ey. Cheats sind einfach alles Verbrecher. Ist so. Ja, muss man gar nicht drum reden. Das sind Verbrecher. Fertig, alles Gauner. Leute, das hier ist der Heilige Gral. Oh mein Gott. Ich hätte schon viel früher herkommen sollen. Leute, das macht mich gerade fertig. Die ganzen Bücher hier, das macht mich kaputt. Ich habe noch nie so was Wundervolles gesehen. Okay, jetzt tun wir ein Buch mal hinschmeißen. Das hier, ist ja egal. Geh nach Himmelsrand. Springen kurz nach Weißlauf und zurück. Freunde, überragend, ey, überragend. Und dann gucken wir uns gleich mal den Weißlauf auch an in der Truhe, was wir denn Schönes haben. Ich meine, Schönes was zum Anziehen. Was für ein Magier dann gut wäre. Ich meine, wenn wir jetzt Magier da werden oder sind, ja, dann muss man das halt auch ein bisschen machen. Aber ich habe das Gefühl, es könnte eventuell zu spät sein. Weiß nicht. Also wir benutzen das ganz oft da die Fähigkeiten. Ach, die beiden Kinder.
Schnell vorbeigeschlichen. Ja, aber beim Glück kommen die mit rein. Ach ja, die Krabbe, genau. Oh yeah. So. Okay. Ja, die Schatzkarte lassen wir auch mal. Ey, dieses Klackern von diesem Viech macht mich ein bisschen krank. Weil wenn man da nämlich rumläuft, dann ist das einfach keine gute Sache. Ja, so. Und jetzt nehmen wir aber was mit. Mal gucken, was wir hier Schönes haben. Oh, fuck. So, da auch nichts dabei. Nein, nein, nein. Hier, Adeptenrobe der Beschwörung. Nehmen wir mal. Könnte gut sein. Stab des Schutzgeistes. Ring der Zerstörung. Stab der Feuerblitze. Stab des Magierlichts. Stab der Flammen. Novizenkapuze habe ich ja an. Das passt schon. Der Veränderung. Totenbeschwörerrobe, gut. Ah, Amulett von Akatosh. Genau. Ablegen. Alle. Ja, das war schon mal wichtig, da hat der 1,4 gewogen schon, gell? Und wenn wir das immer rumschleppen sind, boah. Oh je, habt's Überreste, die lassen wir mal dabei. Heft von Merunes Klinge lassen wir auch dabei. Den Horkerzahn komplett weg. Laute weg. Okay, da ist glaube ich gar nichts dabei. Ne, passt. Apfelzitre, geil, den lassen wir mal. Traugerporridge, oh yeah. Ne, auch nichts. Die wiegen ja eh nichts. Da wiegt auch nichts was. Okay, was habe ich jetzt gerade an? Novizenrobe der Zerstörung.
ziehe ich mal lieber die hier an, oder? Okay, Freunde. Und jetzt reisen wir. Nach Sartal. Ja. Jetzt bin ich mir nur echt nicht sicher, ob ich meine Zauberersachen anziehen oder die anderen. Keine Ahnung. Es ist mal wieder dunkel. Die Jungs stehen da unten schon. Sehr gut. Ne, ich ziehe mich richtig an. Was soll das? Also, Bekleidung. Machen wir die mal weg. Die mal weg. Die mal anziehen. Passt. Passt. Was haben wir hier? Elfenbogen brauchen wir, Elfenstreitkolben brauchen wir. Gut, na gut, diese Stäbe habe ich jetzt halt einfach mal dabei, weil irgendwas brauchst du ja auch dabei. Und hier sind wir nun. Wollen wir hineingehen? Ha. Uns interessiert besonders die Verbreitung magischer Siegel auf den Grabstätten hier. Sie sind ganz anders als alles, was wir kennen. Mhm. Hier drüben. Wo? Wo seid ihr? Ist das der Drache, den ich schon mal gesehen hatte? Ich schätze nicht. Leute. Das ist bestimmt der Drache. Wo seid ihr? Komm. Ist jetzt sicher weg. Ist gar nichts weg. Da oben ist er. Oh ja. Gar nichts weg. Papi Bean, du lin, du lin, du lin, du lin. Oh oh, oh oh, oh oh. Der mir hier mit dem.
Haha. Jawohl, den Drachen haben wir erledigt. Okay, Leute. So viel dazu. Keins Frieden. Ah, das ist das, dass die mich weder angreifen, noch fliehen werden. Okay. Aber ich spare das mal. Habt ihr gesehen? Also Leute, ich bin schon da, muss nur schnell einen Drachen erledigen. Aber jetzt bin ich schon bereit, in die Höhle hinabzusteigen. Und ich kann euch auch verraten, dass unser kleiner Ausflug darunter, das wird kein kleiner trauriger Ausflug sein, es wird was Größeres. Ja. Gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so... Danach suchen wir. Nach allem, was irgendwie von Interesse sein könnte. Darum finde ich ja diesen Ort so wundervoll. Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden werden. Und sollten dabei meine Worte über die Gefahren der Magie zufällig bei dem einen oder anderen Schüler auf offene Ohren stoßen, dann wäre das ein glückliches Zusammentreffen. Aha. Ach. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Ja, Stab der Feuerbälle. Brauche ich nicht. Mhm. Brauche ich alles nicht. Und schon gar nicht um den Preis, weil ihr mich verarscht, oder was? Brauche ich auch nicht. Tja, und da hat er mir leider auch nichts anzubieten. Also gut, bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein, aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Bevor ihr fragt, ja, bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Okay. Wir haben uns nicht vorgestellt, ja? Nein, das stimmt wohl. Brelina Marion aus dem Haus Telvanni. Ich bin seit langer Zeit die Erste in meiner Familie, die Morrowind verlassen hat. Jetzt bin ich hier, Morrowind, um Beschwörungen zu studieren. Das ist wichtig. Wisst ihr was über Sartal? Eigentlich nicht. Nur, dass es sehr, sehr alt ist. Ich glaube, es war eine der ersten Städte der Menschen in Tamriel. Okay. Warum? Weil es alt und voller toter Dinge ist? Ihr seid eindeutig noch nie in Morrowind gewesen. Ja. Kann man jetzt nicht wirklich so sagen, aber so ähnlich. Okay, Leute, nächste Folge geht's los. Dann gehen wir hier rein. Macht's gut und bis dahin. Ciao.